Ah, ich bin gerade im Kochen und in der Selbstverbesserung besser geworden in der Zeit. Okay. Und wie es aussieht, habe ich 100 Mal Mörtel hergestellt. 4 Stunden sind es vergangen. Ich glaube, da muss ich noch ein neues K Zeug reinpacken. Sollen wir die Leute doch wieder einladen jetzt schnell? Was machen? Einfach doch mal normal wieder aufnehmen, weil die Aufnahme läuft bei mir. Bist du entscheiden, mir ist es egal. Da ist doch damit herzlich willkommen zu Let's Play Echo. Hier ist zwar noch Holz drin, aber irgendwie wollte es trotzdem nicht mehr brennen. Verstehe ich auch nicht, also. Vielleicht erstickt das Feuer auch einfach irgendwie. Nein! Ach ja, jetzt ist das Lager ziemlich leer geworden hier. Hast du schon eine Idee, wann die erste Echo-Folge rauskommen soll? Wahrscheinlich nach Traveler's Rest. Folgen hast du da noch? Das ist noch nicht, bin ich noch fertig, noch nicht fertig mit Aufnehmen im Allgemeinen. Weil das Spiel ist wirklich gut. Du hast auch recht, ziemlich, obwohl es sehr einfach gemacht wurde, ist es doch unmöglich. Aber das Jetzt hat man kaum was gehört, tut mir leid. Aber ich weiß, was du gesagt hast, obwohl es sehr einfach gehalten ist, ist sehr gutes Spiel eigentlich. ja, ist viel möglich. Ja. Erstaunt, bei der letzten Folge hast du das ja gesagt. Und ich muss gestehen, du hast recht, das ist Wahnsinn. Wollen Es wir doch. fehlt mir noch ein bisschen Input ins Spiel, wenn ich ehrlich bin, aber ansonsten kann man es echt anbieten. Katze will raus, von mir aus. Hier, geh doch, du fette Katze. So, was kann ich denn hier verbessern? Bei Jagen. Verdoppelt Kopfschussschaden? Ah, und Fischer jagen VIP, no function. Was nehme ich nur? Etwas, was keine Funktion hat? Oder verdoppelt Kopfschussschaden? Etwas ohne Funktion oder Kopfschussschaden? Black Dragon, was soll ich nur tun? Natürlich nehme ich Adlerauge, wenn der bei anderen steht, keine Funktion. Das fällt mir leicht. Ich brauche noch einen Spezialpunkt, dann kann ich Metzgerhandwerk machen. Aber kann ich jetzt auch den Metzgertisch hier irgendwo bauen? Warte, ich glaube, kann ich damit machen. Warte, ich guck mal von hier. Ja, das wäre gut. Glaube, der Eisschrank ist was für dich, eher. Ja, später dann. Hier nicht. Ich glaube, hier kann ich ihn bauen. Metzgertisch, der ist in der Werkbank. Ja, ich wollte gerade sagen, da muss Ziemlich man weit ran. unten. Bau du ihn, du brauchst das. Kann sogar herstellen schon, ich habe Ja, genug. mach. Der wird dann im Lager, ist ja dann drin, 2 Minuten. Ja, sag einfach Bescheid, wenn es soweit ist. Weil den kann ich dann hier reinstellen, dann kann ich richtig gutes Fleisch herstellen. Aber wie gesagt, so viele Tische, das ist völlig unlogisch, muss ich Das mit sagen. den Tischen war schon früher so tatsächlich. Nee, auch nicht so extrem. Doch, doch, das war schon wirklich immer schlimm. Ich überlege nur gerade. Okay, so, sollen wir jetzt Holz für dich holen? Ach, das bist du. Hallo. Nee, ich wollte eigentlich nochmal hinlegen, Bäume nochmal ein bisschen wachsen lassen, Achso, dann die ja, Bäume können wir auch abgedeckt machen. und. Dann legen wir uns einfach nochmal hin, bei mir läuft's ja noch. Ah, nicht schon Ich liege. wieder. Warte. Also in Muss der man was machen? Zwischenzeit, ich bin einmal in der Selbstverbesserung besser geworden. Da soll ich dann auch mal schauen, ob ich da was verbessern kann jetzt. Und beim Kochen bin ich besser geworden. Da soll ich auch mal schauen, ob ich, oh, das kann ich eigentlich gleich machen. Tag machen? Entscheid du einfach. Ey, kann ich Aber nicht. dein Tag. Ich kann nicht skillen, während wir schlafen. Okay. Dein Tisch ist fertig. Oh, ist okay, den hole ich dann. Da Ich müsste ich wollte dann gerne diese noch mit. Fleischreste herstellen können. Das heißt, du kannst dann Dünger machen. Besseren Dünger. Ja, diesen Blutdünger. Dann kommst du auch weiter. Wie gesagt, ich krieg eine Verhungs pro Dünger. Das ist total lustig. Ja, aber es kommt auch darauf an, wahrscheinlich, welchen Dünger du machst. Ich kann mir auch Das kann auch vorstellen, dass du sein. vielleicht bei einigen mehr kriegst. Wie lange warten wir jetzt noch? Bitte warten wir noch. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, du brauchst ja dieses Pulp erstmal, daraus machst du diesen Füllstoff und dann machst du noch den Dünger. Das wären allein schon 2 Erfahrungspunkte an sich.
Nochmal 12 Stunden. Ja, okay. Ich denke mal, wenn du wirklich sehr, sehr viel in der Massenproduktion machst, worauf das Spiel auch ausgelegt ist, dann läuft's auch. Ja, danach kann ich nämlich anfangen, Bäume zu fällen. Das mache ich schon alleine, nicht allein. Ist Dann okay. kann ich auch weiter Erfahrung sammeln im Holzfällen und Mach. alles. Mach dann Holz, normales Holz draus, das kann ich dann verbrennen, wenn du es nicht brauchst. Stell Bretter her. Was auch immer. In der Zeit haben sich die Tiere vielleicht auch vermehrt. 12 Stunden reicht, da kann man wieder Tiere schlachten. Meine ich ja gerade. Lass ja mal gucken gehen, ob du da wieder was hast. Da drüben ist alles voll mit Tieren. Das ist ja ein riesiger Kontinent voll mit Tieren. Ich freue mich schon drauf, wenn wir die alle als Biodiesel benutzen können. Okay, aufwachen? Ja. Bin schon dabei. Die Palmen sind soweit. So. Ja, ich bin jetzt eigentlich soweit durch hier. Ich habe alles hier verbrannt. Jetzt haben wir auch die gegrillten Taros irgendwo. Ich hole jetzt erstmal den Metzgertisch. Müssen Inter-Dinger sein. Ich habe ihn schon. Metzger, Escape from Butcher Bay. War nicht schlecht. Ja, Riddick. Das war ein tolles Spiel, muss ich sagen. Zumindest der An also klar, der Anfang war am besten. Ah. Was denn? Zu wenig Platz im Raum. Dürfen die fun funktionieren die wenigstens noch? Ah, ich muss den Raum ausbauen. Du Der brauchst ja geht. Bodenöl. Der Rennofen geht. Oder ich nehme einfach den Rennofen raus. Den brauche ich gerade eh noch nicht. Machen wir es so. Der hat gerade noch keinen Effekt, dann kann ich noch so weit rauslassen. Lebendiger Bäume. Was kann ich denn? Der Raum ist im Allgemeinen zu klein. Ach, scheiße, ich muss doch. Nein, Glück hat irgendwer hier mit Ziegeln gearbeitet. Was machen? Ne, ich nehm noch normale Mauern erstmal. Ich baue einfach eins nach rechts noch. Ach Mist. So, es müsste jetzt eigentlich mit dem ganzen Kram da drin reichen. Sollte eigentlich genug sein. So, darf ich es jetzt verwenden? Oder zählt das jetzt etwa nicht als Raum, weil da ein klein bisschen Erde da unten ist? Yay! Jetzt? Okay, was kann ich hier machen? Butcher Medium Animal. Butcher Medium Animal? Da kriege ich Leder raus. Filet. Fleischreste. Extra Fleischstücke, Vorbereitung, Fleischrezept. Was brauche ich dafür? Rohes Fleisch. Wie kriege ich rohes Fleisch her? Roher Speck, dafür kriege ich was. Rohen Speck, okay. Vorbereitetes Fleisch, was? Ach, warte mal, was ist das? Ah, okay, so kriege ich rohes Fleisch nochmal. Aus dem rohen Fleisch kann ich dann rohe Fleischreste machen. Und die kann ich dir dann geben. Ich muss bloß Metzger Der handwerk haben. neben mir, der knurrt sehr laut, also das klingt komisch, das Vieh. Das ist merkwürdig, wir sollten das Vieh verbrennen.
Okay. Ich gehe mal auf die Jagd. Das war das gerade komisch, der Baum. Das ist eigentlich weggehüpft. Oh. Wir gehen auf die Jagd. Wir gehen auf die Jagd. Wir schießen Tiere ins Gesicht. Wir gehen auf die Jagd. Was? Wir schießen Tieren ins Gesicht. Oh je. Weißt du was, du blödes Vieh? Geh mir nicht auf die Eier. Kann dir auch einen Bogen geben, wenn sie dich nerven. Jetzt brauche ich natürlich wieder einen Skillpunkt, damit ich Metzger lernen kann. Das ist immer so. Ja, das wäre jetzt eigentlich kein Problem. Oh, hallo. Ja, der Kuppelkuppel darf noch leben. Oh, es gibt gar keine Tiere mehr hier. Ach doch, hab mich gehört, ist alles voll. Das wäre nicht so schön gewesen jetzt. Das hätte mich jetzt sehr schockiert. Wie viel kriege ich für Arschschüsse? Ach, ich greife einfach alles an, was hier irgendwie kreucht und fleucht. Ist ja schon tot? Jetzt schon. Okay, Durchhaltevermögen. Oh, Häschen. Das ist Häschen doch in gut. der Grube saß, da mit Pfeil im Kopf. Oh Gott, wie Jetzt mach mal das was aussieht! wie. Ich hab eine Wasserleiche geschaffen! Oh Mann. Das Reh sieht aus, also der Hirsch sieht aus, als wäre im Moor ersoffen! Das war ein Vieh, ey. Ich glaube, wenn ich Aufnahme sehe, ich glaube, würde mir noch den Kopf greifen dann von Was dir. ist das? Was zum Töten? Ich schieße einfach mal ins Blaue. Ich weiß nicht, ob es ein Stein ist oder. Es ist ein St Ne, ich habe einen Wolf erwischt. Ich habe keine Pfeile mehr, oder? Glück für dich, Wolf. Ich komme wieder. Du kannst nicht zufällig Pfeile herstellen, oder? Ich hab's noch nicht geguckt, aber ich glaube nicht. Okay, dann muss ich das machen. Hat der ein Schwein? Wieso? Ich habe nur einen Pfeil in die Seite gejagt. Dann waren die Pfeile alle. Hey. Ich fäll noch ein paar Bäume hier draußen an dem Holz mit. Kack-Ökosystem hier. Auf jeden Fall geht's jetzt mal weiter. Das sind immer solche einzelnen Stücke, die du schaffen musst, und damit einmal geht's ein Stück weiter und dann hängst du wieder an irgendwas, was du brauchst. Wir noch den Etappensieg, hä? Ja, vielleicht ist es. Palp kriegst du ja jetzt alles. Ich habe schon einiges wieder, ein paar hundert Einheiten. Ja, das kriegst du trotzdem. Warum liegt hier noch was? Vielleicht habe ich was übersehen. Dann kannst du den ganzen Mulch draus machen. Kein Platz. Dann mache uns mal Pfeilchen ohne Ende. Oh, ich habe 81 mal Holz. Warte mal, ich habe bestimmt wieder auf dein Lager da drüben. Du hast von mir mit drauf. Welches? Das ist auf jeden Fall meins. Lager voller Bücher müsste dein sein, oder? Ja, Ja, da ist doch. das Palp drin, ja, genau. So, das hat sich jetzt ausgepalpt. Ach so, ich habe wieder was Neues gelernt, deshalb habe ich wieder diese komischen Dinger bekommen. Was ist damit? Die packe ich alle zu einem und fertig. Ach so. Ich habe noch 87 gekochte Taros, wenn du Interesse hast, aber wahrscheinlich nicht.
Nö, ich habe noch über 200 gegrillte Papayas von dir. Jetzt tue ich erst nochmal 55 Holzstämme machen. Kannst dann mit verfeuern teilweise. Hier hinter dir ist ein Leopard, der mag dich. Oh ja, bleibt genauso. Ah ja. Ah, Herr Knurrte. Ja. Hä? Da ist noch einer. Ja, die hat irgendwie, hat er was auf, was umgebracht. Oh echt? Gerade was Totes vor mir, warte. Pack's einfach ins Lager. Ich mach später Fleisch draus. Schön. Ich mach gleich Fleisch draus. Ach nee, ich hab Metzger nicht gelernt. Nee. Gut, ich gehe nochmal los und töte Tiere. Also müssen dann so weit vorspulen, dass ich den Skill für Metzger habe. Warte mal, habe ich jetzt die Zeit gestartet eigentlich? Nein, habe ich nicht. So viel wird es ja nicht sein. Vielleicht eine halbe Stunde, ist doch egal. Ich habe doch eh schon mehrfach Überlänge bei diesem Spiel. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Das macht einfach zu viel Spaß. Ja, da, wenn ich bei Spielen irgendwie so drin bin, dann vergesse ich gerne mal solche Sachen halt. Was war das? Eine Robbe, oder? Nee, was ist das? Nee, ein Otter. Ja, ein klassischer Robbenotter halt. Okay, wie ist der Baum ist umgekippt? Du könntest der Wolf sein, der vorhin überlebt hat. Könnte wirklich sein, er war mit einem Schuss tot. Ah, da fällt mir ein, ich wollte noch skillen. Was habe ich denn hier gelernt? Ach nee, das habe ich ja schon gelernt, aber hier kann ich was skillen. Talentwahl, was ist das hier? Das ist wieder so, sowas. Was ist hier? Habe ich schon geskillt, okay. Ja. Masonry. Ja, geh weg. Das sind immer diese gleichen Sachen. Möchtest du halt mehrere Produktionsstätten mit einmal haben oder nur eine? Ja, das ist dann immer bei solchen Dingern immer dasselbe. Was? Ich hab dir gerade einen Pfeil in die Seite geschossen und du legst dich hin? Ja, vielleicht war er müde. War müde geschlafen, wer will oder kommen? Ja, das war wieder ein Reh. Ich Diese habe Reis Rehe. geerntet. Aus Versehen. Wer kennt das nicht? Ihr lauft durch den Wald und plötzlich habt ihr aus Versehen Reis geerntet. Und den Hasen erschossen. Ich töte gerade alles. Kann ich den Schmetterling auch erschießen? Nee, der fliegt weg. Hier liegt ein toter Hase. Das war ich ausnahmsweise nicht. Das war bestimmt einer der Wölfe. Du bist schuld. Ich töte hier wirklich alles. Ah, oh, Mann. Hallo, hier geht's tief runter. Okay, sollte reichen. Ich habe schon wieder genug Tiere getötet, erstmal. Soll ich dir welche mitnehmen? Nö, alles gut. Weil ich auch gerade Richtung Festland auf dem Weg bin. Nee, ich bin gerade richtig voll mit Tieren. Was habe ich denn? Drei Wölfe, zwei Hasen und zwei Rehe. Ja, ist überhaupt ein Dammwild noch unterwegs. Ja, nee, ich will es auch echt nicht übertreiben, nicht, dass sie wirklich aussterben. Gute Entscheidung. Hey, hier sind ja Birken und alles. Also hier ist sehr viel Holz. Wenn wir entscheiden, da Holzlager zu machen, sollte gut laufen. Ich muss mal kurz am Feuer schauen. Irgendwie will das nicht mehr. Ich glaube, es geht aus. Moment. Mach, mach, mach.
Muss auch demnächst mal nach dem Ofen schauen. Ich habe den zwar vor nicht allzu langer Zeit ausgemauert mit Schamottstein, aber irgendwie ist das Gitter da unten kaputt gegangen im Laufe der Zeit. Durchgefeuert heißt, Ja, also Gitter. irgendwann geht das Metall auch nach. Das nicht Limit kontrolliert? Ich habe das doch selber gemacht. Ach so. Also ich sehe es irgendwie nicht ein, dass für wirklich jeden Scheiß hier, dass ich jemanden hole. Wie gesagt, wenn Vor ich allem, es weil ich kann. es halt auch kann. Weil es ist auch nicht, es ist auch kein Hexenwerk zu mauern. Und ich spare unglaublich viel. Allein dadurch, dass ich den Boden heute unten gelegt habe. Wenn du im Internet schaust, ja, ich will 500 € dafür so einen Raum. Ja, danke. Habe ich an einem Tag hingekriegt. Das ist es mir dann auch nicht wert. Beim einen Forum hat tatsächlich einer gefragt, warte mal, wie viel war das? Wie viel wollten die? 1600 € glaube ich. Für was wollen die das haben? Für so einen Raum, da sollten die zu dritt dran arbeiten. Ich habe das alleine in 5, 6 Stunden Arbeit hingekriegt. Na gut, wenn du einen Fußboden machst, es geht, der Boden geht. Das Problem ist immer die scheiß Scheuerleisten. Was ist denn daran das Problem? Bohren, Leiste ran. Ja, wenn du aber so Spezialisten hast, mit so einem Kunden hatte ich auch schon mal, ein roter Baum, okay. Hatte ich auch schon gehabt, so einen Spezialisten. Der darf die Scheuerleiste, darf keine Bohrlöcher haben, nichts. Also musstest du versuchen, irgendwie von hinten so verdeckt solche Halterungen zu holen. Ach so, Und was die habe ich Wand auch hier? kommt. Ja, und die Wand ist krumm wie ein Sägespock. Ja, das Problem habe ich auch. Ja, das muss man dann gerade reinzukriegen, dann Brustmahlzeit. Habe ich soweit hingekriegt. Es ist zwar nervig, aber es geht. Hast du irgendwo Reis? Ja, es gibt Reisfeld. Ne, ich meine, in deiner Kiste. Nee, die sind auf der anderen Kiste auf der kleinen Insel. Ich pack's dir einfach mal hin. Was? Ich pack's dir einfach da rein. Mach, mach, mach. Weil sonst habe ich wieder. So, dann kommen die Tiere da noch rein und. Wollen wir dann einfach ein bisschen Zeit abwarten oder? So machen. Aber ich komme halt erstmal nicht weiter, ohne ein bisschen Zeit totzuschlagen. Warte, komm, wir machen. Na, dann kann ich metzgern. Und oh, ich könnte noch mal 100 Papayas jetzt in Auftrag geben. Gebratene. Kommt der Otter angeschwommen? Hallo. Ein Seetang. Okay. Ich habe Seetang geerntet. Geht das was? Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Ich mache jetzt einfach mal 100 Papayas nochmal, weil ich es kann. Holz ist auch fast fertig. Ich brauche noch 14 Sekunden. Du konntest die ganze Zeit raus, Katze. Jetzt habe ich zugemacht. Jetzt hast du Pech. Simmert sind wir. Ja. Immer so, sowas bei den Viechern. Die ganze Zeit haben sie Zeit und dann, wenn du wirklich sagst, jetzt nicht mehr, dann fangen sie an mit heulen. Sag doch, wie kleine Kinder. Grillte Taro. Ah, man kann Talg auch direkt so essen. Bringt halt nur Fett. Unser Problem sind ja, glaube ich, Proteine, oder? Ja, obwohl Fett habe ich am wenigsten. Mein Körper ist vollgestopft mit Vitamin. Wow. Wow, das hätte ich nie gedacht. Das solche Papaya, die gekrönte, denke ich mal. Wahrscheinlich, ja. Also, da könnte sich einige eine Scheibe von mir abschneiden, glaube ich. So gesund habe ich noch nie gelebt. Ganz anders. Hä? Wenn du Fleisch isst, ist es wieder ganz anders. Ja. Liegst du im Bett? Fleisch. Ich lege mich mal kurz rein. So, Moment. Dann lasse ich sie halt raus und sperre sie einfach aus und gut ist.
dann sitzt du vor der Tür und heult, die will wieder rein. Ja, das mache ich aber im Gegensatz zu meiner Frau meistens nicht so viel mit. Ich lasse dann auch im Winter manchmal einfach draußen ein paar Minuten, weil dann ist sie durchgefroren und dann schläft sie auch. Ich werde bestimmt mal Vater des Jahres. Katzenhalter des Jahres, ne? Ich mache halt diesen ganzen Zirkus nicht mit. Weil ich es einfach nicht einsehe. Einmal von in ihr Karte, der darf wohl alles Mögliche sich erlauben. Ja, ich verstehe das auch nicht. Fühl mich auch schon ein paar Mal wie ein Rohrspatz. Guckt er mich noch blöd an, so nach dem Motto, was willst du von mir? So. Und du denkst, alle Vieh, runter! Aber Zwischen es Tisch ist rum. tatsächlich erwiesen, dass Frauen, die Katzen oder Kater haben, sich eher von ihrem Partner trennen als von ihrer Katze. Also wenn du neu ins Leben trittst und die Katze mag dich nicht, dann hast du eigentlich schon verloren. Ich hab einen Leoparden direkt, der knurrt mich an, obwohl ich im Bett liege, das blöde Vieh. Hau ab, du Vieh! Ich würde aufpassen, der sieht das vielleicht als Schwäche und begattet dich gleich. Warum ist er nicht bei dir? Keine Ahnung. Vielleicht hat er Angst vor mir. Dann denkt sich, oh nein, nicht schon wieder. Oder da hatte die schon gesagt, oh nee, nicht schon wieder, ne, Ja, du das Neu. kann auch sein. Also jetzt einfach mal, Die ich. ganze Zeit tut das Vieh dir zum Zelten einturnen. Da soll sie wegbewegen. Vielleicht kackt er dir Glaubst gleich du ins das nicht? Bett. Nee, das nicht. Der hockt immer zum Soll ich kurz Türchen. aufstehen und ihn töten? Soll ich kurz aufstehen und ihn töten? Doch, nee, es sieht auch ganz komisch aus. Ob die jetzt mit einer Katze oder mit einem Leoparden. Ja, Leoparden sind ja auch Katzen. Die haben ja auch sehr, sehr viele Eigenschaften. Wenn die irgendwas sehen, zum Beispiel, kriegen die auch solche riesige Pupillen. Dieses Stier, der Ja. Stock. Also, was das angeht, sind die wirklich alle gleich. Nur die Gefährlichkeit ist halt anders. Ich hatte es ja hingekriegt von meiner Freundin, die Katze, ihren Kater. Hat sie musste mal in Urlaub fahren. Mit ihren Eltern ist er gefahren und der Kind hat auf die Karte aufgepasst. Da habe ich den mal bei mir gehabt. Was hast du mit denen? Habe den Kater zu mir genommen, die Wohnung. Ja. Ist er kastriert, sonst pisst er dir überall hin. Der war kastriert. Das Problem ist, das ist eine Drecksau. Und er hat mitten in der Nacht, also der halbe Nacht, ist er hyperaktiv gewesen. Und da hat er mir, da haben sie mich auch gewarnt, haben gesagt, pass auf. Der beißt dir mitten in der Nacht in die Zähne. Das hat er bei mir gemacht. Danach hat er es nie wieder Du gemacht. hast einfach ausgetreten. Nee. Ich hatte eine Schockreaktion. Ich bin hochgeschreckt, hab's Kopfkissen genommen und da flog das quer durch den Raum. Und ich hab den voll erwischt. Den hat's vom Bett gefegt und gegen die Wand geklatscht, so nach dem Motto mit dem Kopfkissen. Ja, ich Danach habe meine hat er es Katze nie auch schon mehr mal gemacht. ins Gesicht geschlagen. Was? Ich habe meine Katze auch schon ins Gesicht geschlagen. Nee, aber das war eine Schockreaktion. Ich hab gar nicht drauf, also ich wusste ja gar nicht, was los war. Ich dachte, da hat was gezwickt. Wuff, Kopfkissen geflogen. Vielleicht Dann sollten wir nutzt mal es noch kurz das was Auge essen. nicht. Wir sind schon ziemlich runtergehungert jetzt, oder? Ja, wir stehen auf. Ich sag, ey, warte einen kleinen Moment noch, dann wird er Tag. Komisch, ich habe keinen Punkt gekriegt in der Zeit. Machen. Jetzt habe ich kein Essen mehr. Ja, ich auch nicht. Aber ich habe keinen Punkt gekriegt. Okay, doch nochmal hinlegen. Willst du mir kommen? Da kannst du es jetzt umbringen. Das ist direkt vor mir. Nur mich an. Willst du ihn jetzt sterben sehen? Wenn du nicht willst, dann töte ich ihn nicht. Ja, mach tot das Vieh, komm her. Hier die ganze Zeit. Hier, guck das mal an. Ich meine, du hast einen Hausjaguar, den hat nicht jeder. Er ist verschwunden. Ist wohnt. Ich sag doch, das Vieh ist komisch. Die ganze Zeit hat er hier so da gehockt und hier so reingeguckt und geknurrt. Können wir noch ein bisschen weiter schlafen? Machen. Weil ich hätte halt wirklich gerne den Punkt.